Hallo, ihr Gwirlinge! Licht an, Kamera ab, es geht in den Osten, in den Südosten von Ebrassa. Abrassa, Mann! Ich war gerade bei Elix, würde sagen Ethan. Das war noch Zeiten. Wie hieß die Wüste in Elix? Schon wieder vergessen. Tavar, genau, Tavar hieß sie. Okay, also da ist Levant, da ist Merit und ich will jetzt hier in diese uralte Ruine gehen. Und überall sonst bin ich ja eigentlich gewesen. Den Weg dahin sollte ich finden. Warte mal, du hast verbranntes Mana. Dagegen hilft bekanntlich, ich muss nachschauen, weil ich es mir nicht merken kann, beruhigender Tee. Wo immer ich den habe. Da. Da musst du bestimmt zwei. Ja, genau, zwei. Habe ich noch einen Turm mit einem Topf? Jawohl, drei sogar. Schön. Und bitte auch hier mal. Es ist immer noch warm. Meine Fresse. Nacht hat gerade angefangen. Das wird gleich wieder kälter. Okidoki. Also, Südosten von Abrassa ist dran. Ist es sinnvoll, hier lang zu laufen? Ja, ist es. Und dann habe ich da noch die uralte Ruine, was aber nicht unbedingt ein Dungeon sein muss, weil die Oase ist ja auch eingezeichnet, ist ja auch kein Dungeon. Aber irgendwelche Banditen rennen da rum, das habe ich schon mal gesehen. Da gibt es also ein bisschen was zu erkunden und dann da hinten, wo die Weihnachtsbäume stehen, da ist auch noch was. Und das ist so das Letzte, was ich in Abrassa, also known as Tavar, also known as Dune, also known as, was gibt's noch für Fantasy-Wüsten? Fällt mir gerade keine ein. Muss man gerade überlegen, das ist eine gute Frage. Welche Wüsten habe ich in meiner Spielerkarriere schon durchwandern dürfen? Beziehungsweise, welche waren schon in irgendwelchen Gwirplays zu sehen? Mal überlegen, in Gothic? Gothic 3 gibt's eine Wüste, aber wie heißen die da? Varant, glaube ich. Habe ich aber noch nicht Let's Played. Aber ich habe Gothic 3 schon mal gespielt. Es müsste Varant sein. Ja. In Pillars of Eternity, da gibt es keine Wüste. In Pathfinder gibt es keine Wüste. In den. Also gibt es schon, aber nicht in der Spielwelt. Wo das Spiel spielt. Ah, hier unten ist das. Ich muss hier ums Eck laufen. Verstehe. Also viel mehr als Tavar und Varant fallen mir jetzt gerade nicht ein. Naja, vielleicht fällt euch noch was ein. Es gibt bestimmt noch ganz tolle Wüsten und ganz tollen Spielen, die ich gar nicht kenne, weil ich die Spiele noch nicht gespielt habe, weil ich so wenig Zeit habe. Mensch! Aber jetzt sind wir da. Genug gequatscht. Deine Körpertemperatur ist wieder normal. Das ist schön, dass ich das weiß. Ich muss hier irgendwie runter, ohne mir den Hals zu brechen. Gehen wir noch da zu diesem Strunk im Wüstensand, weil bei Strunken ist ja dann meistens was. Ah, das ist gut hier. Bumm. Bricht dir die Haxen? Was hätten wir da? Das sind Kofferstationen. Sehe ich da jetzt schon. Das nehme ich mit. Der Rest, naja. Da ist der Weihnachtsbaum, also muss ich da lang. Ach, da ist auch noch so ein Baum. Moment. Bäume sind Points of Interest. Point mit EU geschrieben. Aber der hier ist dann doch nicht so interessant, wobei hier ist immer noch eine Eisenader. Die Eisenadern baue ich eigentlich nur ab, um irgendwelche Edelsteine zu finden. Ansonsten Eisenschrott brauche ich gar nicht, weil ich ja nicht mehr mit Fallen arbeite, schon seit längerer Zeit. Das dicke Öl brauche ich auch gar nicht mehr, weil ich für Wärmetränke, ja, da kann ich den Wärmesägen machen. Wobei, ist das das Gleiche eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich habe keinen Wärmetrank da. Ich glaube, das ist weitgehend das Gleiche. Der Hitze, also der Feuersägen und Wärmetrank, das ist, glaube ich, das Gleiche. Genau. Und mit Pfeil und Bogen arbeite ich auch nicht, also brauche ich da auch keinen Schrott für. Das ist alles nur zu verkaufen. Da hinten läuft schon der erste Wüstensohn. Und wird gleich zu seinem Schöpfer geschickt.
Ich hätte gerne was zu futtern, was mich heilt. Was macht das hier? Schnelles Laufen ohne Pause. Das hier ist... erhöht physischen Schaden. Das können wir mal benutzen. Das hier benutzen wir auch. Dann buff dir einen, mach dir den. Von mir aus auch den. Und den. Und gib dir einen Schluck Wasser. Dann bin ich mit der Halskrause gebufft. Und dann klappt's auch mit dem Wüstensohn. Säbelschwingender solcher. Hey, du bist doch einfach aus meiner Reichweite rausgelaufen. Du bist doch wohl völlig irre hier. Haust mir ins Genick. Da gehen die Kerzen kaputt. Pass bloß auf, du Schweinehund. So. Ah, Stahlschild. Ja, das alte Problem. Stahlschilder kann man ja nicht liegen lassen. Unschild, Stahlsäbe. Alte Lappen. Ein Taschentuch. Oder Schlimmeres. Zum Thema Lappen in der Tasche. Es gibt Toilettenpapier erst seit reichlich 100 Jahren in der richtigen Welt. Früher gab es aber theoretisch auch Bedarf an einem Produkt wie Toilettenpapier. Da erfüllten unter anderem Lappen diesen Zweck. Und ich habe gerade Lappen in seiner Tasche gefunden. Soll ich die Überlegung fortsetzen? Nein, oder? Und daraus macht Merit Verbände. Ich höre auf mit dem Thema. Hätten Sie den nächsten. Ganz am Ende wird wohl irgendwas sein. Hast mich schon gesehen, ja. Eins, zwei, drei. Eishexi. Ey! Na, wo bist du denn? Von hinten seitlich ins Genick gehauen. Wo ist denn mein Rucksack? Da. Da, wo es hell ist. Die Lampe brennt noch. Aber bei so einer elektrischen Lampe habe ich jetzt weniger Bedenken, sie liegenderweise zu betreiben. Bei der Fackel mit Öl und so habe ich ja schon mal wie nennt man das? Rumgeulkt vielleicht. Dass dadurch eigentlich der Rucksack in Brand gesetzt werden könnte, wenn man das Ding einfach abwirft, während die Laterne noch brennt. Und nein, hier ist überhaupt nichts. Auch hier ist eine Tür. Zerstörte Außenpfosten. Okay, ich kann da reingehen. Aber erstmal die Wüstensöhne entbeuten. Stahlsäbel und Zeug im Sand. Wo sind die Hexe? Ja, da oben. Hexi, ich wünsche mir Turm mit Eintopf, wenn es geht. Nein. Doch nicht sowas. Was ist das? Salz. Jawohl. Ich glaube, das hier ist das Ziel dieser langgestreckten Sackgasse. Also, nimm nochmal einen Schluck Wasser. Und hinein in den zerstörten Außenposten. Juhu. Was? Hast du das gerade weggeblockt, du Sack? Der lebt ja noch. Brenn weg, hier kam noch einer die Treppe runter, hab's genau gesehen. Jawohl. So, Ausdauer regenerieren lassen, das geht nach oben. Wie weit? Ah, weiß ich nicht. Tja, ich glaube, ich fürchte, ich muss hier erstmal wieder, weil ich jetzt sonst gleich wieder überladen bin. Ja, natürlich bin ich jetzt schon. Erstmal. Halt, nein, das will ich alles gar nicht. Ich nehme das so. Den Kram hier mal abwerfen. So.
Das ist Krempel. Das ist Müll. Das ist Brot. Das ist Schrott. Das ist ein Lappen wieder. Ah ne, das war eine Haube. Es ist nicht so schlimm wie das andere. Klaube den Eisenspeer auf. Danke. Was ist das hier? Eine Eisflammenfackel. Nehme ich mit. Schundhaufen. Krempel. Hier haben sie geschlafen zu dritt. Nix dahinter. Teppich entfalten. Bin ich gewohnt von diesem Spiel. Und das hier ist gar nichts. Ist das vielleicht auch ein Quest-Dungeon für die Levant-Fraktion? Das könnte ich mir gut vorstellen. Die hatten doch bestimmt Probleme mit irgendwelchen Banditösen hier. Und ich habe Probleme mit viel zu großer Überladung. Aber das Problem, das begleitet mich seit Anbeginn dieses Let's Plays. Nicht nur dieses Let's Plays. Trink mal was, was dir Ausdauer regeneriert. Dann nehmen wir so einen Trank. Ich muss mich übrigens auch buffen. Wobei erstmal gucken, wo der nächste Gegner überhaupt ist. Geht's hier weiter? Oh nö. Nur noch eine Truhe, das war's schon. Na dann. Ah, ist ein bisschen was Schöneres. Meuchlerschwert kenne ich schon. Lebkrauti. Da kann ich ja sogar ein paar Disziplintränke machen, wenn ich okkulte Knochen hätte. Habe ich aber nicht. Okay, das war jetzt klein, aber fein. Merit hat den Rucksack voller Beute. Was mache ich jetzt? Oh. Das wollte ich gar nicht. Naja, jetzt ist es passiert. Da liegt vielleicht noch was rum, aber das ist mir jetzt auch egal. Kann ich auch laufen? Nee, das ist zu wenig. Das geht so nicht. Das ist nichts wert. Das Eisenschwert ist nichts wert. Der Eisenspeer ist nichts wert. Der Schleier und die Sandalen sind nichts wert. Da muss ich mal reingehen. Denn ich habe doch mit Sicherheit nichts mehr liegen lassen. Ah, schön. Also, der Kram bleibt liegen. Ich kann mich halbwegs bewegen. Es ist jetzt, naja, es wird bald wieder warm. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich schmeiße diesen ganzen Kram hier irgendwo in den Sand in der Nähe, weil ich jetzt die zwei, drei kühlen Nachtstunden, die noch da sind. Ah, da hinten sind Banditos. Eigentlich eher benutzen möchte, um mir nochmal diesen Weihnachtsbaum-Tagebau anzuschauen. War ich ja schon? Ja, war ich. Ach, Banditos, macht euch doch nicht unglücklich. Achso, Ausdauer ist wichtig. Los, Banditos. Eure Seelen werden mein Mana nähren, das sage ich euch, Freunde. Oh, der beeilt sich. So, naja, das lief irgendwie. Was war denn das? Nehme ich alles. Rundschild und dein... Nee, das will ich nicht haben. Stahlsäbel, Stahlschild will ich haben und kann mich nicht mehr bewegen. Nein! Wirklich keinen einzigen Zentimeter mehr. Bleiben diese Wüstendinger liegen. Achso, hier oben. Achso, das ist das Problem. Das liegt da, das hat da gar nichts zu suchen. Wüstenleutnant, das hätte ich gern. Der Rest ist mir egal. Da sind die Weihnachtsbäume hier an der Wand. Ist augenscheinlich nichts. Das heißt, da die Kofferstation. Richtig, dieser Strunk. Da werde ich den ganzen Kram abladen. Und dann kann ich das in einer Fleißarbeit irgendwie nach einer Ablende oder in einem Schweizgalopp mal leer machen. Und ins gar nicht so weit entfernte Levant schleifen, um dort nochmal Kasse zu machen. So, Inventar.
Halt, das will ich mit mir führen, sicherheitshalber. So viel braucht man davon nicht. Was haben wir denn noch? Was ist bekannt? Naja, gut, der Rest wiegt ja nicht so viel. Dann kann ich es theoretisch sogar. Nee, komm, das lohnt sich nicht. Das sind ein paar Silber. Das lohnt sich echt nicht, meine ich. Da hinten, die Weihnachtsbäume. Ich bin ja schon mal hingerannt, weil ich gar nicht wusste, was das war. Ich hatte mich auch damals völlig in der Richtung verirrt. Wollte eigentlich ganz woanders hin. Bin aber nach Süden gelaufen. Und da stehen komische Dinge, die vage an Weihnachtsbäume erinnern. Vor dem Zugang zu einem großen Tagebau. Was das wohl ist. Was ist das hier? Eine reichhaltige Eisenader. Hihi. Und? Weg. Kein Edelstein. Schade. Was sind das für Teile? Irgendwas Funkiges, als würde es glühen. Vulkanisch? Sieht ein bisschen so aus. Oh, da ist wieder so einer. Moment. Ist mal irgendwas, was dich ein bisschen heilt. Nehmen wir doch das hier. Nimm noch so eine Stulle. Achso, ich habe Mana jetzt nicht regeneriert. Das ist richtig. Mache ich dann gleich bei der Leiche bei dem Typen. Wenn der wüsste, dass seine Leiche schon verplant wird. So, Gluck. Na, Zorro? Noch einer? Wird gerade gebufft. Da steht keiner mehr. Unter mir ist auch keiner. Hier ist überhaupt keiner mehr außer diesem Typen. Ach doch, da hinten sind Häuser. Da könnte was sein. Ganz unten? Ich laufe mal hier runter. Der Typ und seine Leiche, die laufen wir ja nicht weg. Aber wenn ich gerade schon teure Buffs am Ticken habe. Da ist noch einer, ein Wüstensohn, tatsächlich. Weg. Noch einer, ne, ist ein Kaktus. Aber in den Häusern vielleicht. Aber erstmal schaue ich mich hier weiter um. Ich brauche Mana. Wo ist deine Leiche? Komm her. Nehmen wir halt deine. Nee, oder? Ja doch, wir nehmen deine. Wir machen das folgendermaßen. Seele offenbaren. Und... Ah, es sollte reichen. Ich sollte nah genug ran sein. Nee. Sollte man glauben. Nochmal, Funke. Jawohl. Plündern tue ich den Typen aber nicht, weil ich da oben noch meinen Rucksack habe. Und so langsam graut der Morgen. Oh. Ah ja, ihr seid natürlich jetzt doofe Gegner mit eurem Feuer, wobei es geht ganz gut. Ich bin am Brennen, ich weiß es. So, Freundchen. Au. Rucksack, wo bist du? Wo kam die eigentlich her? Auflegen. Komm schon, ich brenne. Merit. Die Sonne geht auf. Was ist schlimmer von beidem? Weiß ich nicht, weil es ist eigentlich identisch. Okay, das ist erledigt. Ich hätte gerne etwas, was mir das verbrannte Leben wiederherstellt. Was mich vor der einsetzenden Hitze ein bisschen schützt und Ausdauer wiederherstellt. Jawohl. Larveneier hätte ich auch gern. Igitt. Müssen das nicht drei Käferleichen sein? Ach, was weiß ich.
So, du hier. Und dann nochmal das da. Und der da. Jawohl. Dann verbinden. Lebenspunkte gefallen mir nicht. Sind die Käfer alle runtergerollt? Ja, sind sie, tatsächlich. Also ich habe die ganze Zeit schon gehört, aber wo waren die? Die waren doch gar nicht da die ganze Zeit. Und plötzlich kommen die aus irgendeiner Ecke gekrochen. Zu dritt auch noch. So, hier unten. Da war eine Art Förderturm. Gab es da irgendeinen Einstieg? Da dampft auf jeden Fall. So, Kaktus, komm. Kaktus. Ah, Temperatur steigt. Moment, das will ich jetzt nicht haben. Danke. Stahlschild, was hattest du dabei? Krempel. Karren mit Waren. Ah, Sandrosenhöhle. Hier geht's irgendwo runter. Verstehe. Dann würde ich doch jetzt erstmal noch obenrum hier das erkunden wollen. In einem Anfall von Fleiß sogar mit der Eisfackel in der Hand nochmal zu der Kofferstation zurückjoggen, um da nochmal Krempel abzuladen, weil die Sandrosenhöhle, die kann winzig klein sein, aber auch ausgedehnt. Wer weiß das schon. Nach dem ganzen Drumherum hier zu urteilen, müsste sie eigentlich ein bisschen größer sein. Aber erstmal die Häuser da hinten checken, da könnten noch Wüstensöhne und Wüstentöchter vielleicht rumlaufen. Ein Händler wäre toll, aber die werden nicht mit mir handeln hier. Die Freunde. Ich habe nichts mehr, was mir noch Ausdauer regeneriert. Das ist schlecht. Danke. Es scheint bisher nur ein Kulissendorf zu sein und ich bin nicht sicher, ob ich da überhaupt in den Upsal oben hinkomme. Oder ob mich nicht irgendeine garstige, unsichtbare Wand davon abhält. Genau, das sieht. Ja, es sieht genauso aus. Da komme ich gar nicht hoch. Aber da. Da ist noch was. Krempel. Ja, ich glaube, ich komme da gar nicht rein in diese Siedlung. Was schade ist. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay, dann ein bisschen Tempo nochmal bis zu der Kofferstation draußen an diesem Strunk. Dann lade ich da noch ein bisschen was ab. Und dann. Moment. Nee, es ist alles falsch. Mach Licht an. Leg ihn an. So wollte ich das haben. Laterne aus, aber Fackel an. Und dann jogge ich noch zurück bis zu der Sandrosenhöhle und dann geht's da rein und dann gucken wir uns das mal von innen an. Tempo! We'll be right back.
Und so sieht die Sandrosenhöhle von innen aus. Offensichtlich ein Bergwerk. Mit Schundhaufen. Und Leibern. Und Wüstensöhnen. Quasi toter Art. Nummer 1. Hier krabbeln die Käfer, ich höre es ganz genau. Was macht das hier? Oh. 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 Das hatte ich nicht gedacht. Tot. Was machst du da oben? Warte mal, ich muss mal irgendwie zu dir runterkommen. Oder, nee, du musst zu mir runterkommen. Ich muss zu dir hochkommen. Oh, hallo, Käferchen. Komm her. Kriegst eine Packung. Jawohl. Wo ist der Nächste? Komme ich hier hoch zu dem Typen? Ich komme runter zu anderen Typen. Ich mache erstmal Rabatz. Mit meinen Buffs. Oh, ein Panzerschrecken. Es ist egal. Es wird gehen. So. Kuh. In letzter Sekunde. Scheiße. Gegen Gift. Ich hab vergessen, dass sie mich vergiften können. Wow. Krass. Eieieiei. Das machen wir nicht nochmal, Merit. Ich hab dich schon liegen sehen. Da war wirklich, also eine Sekunde später und der Trank hätte nicht mehr gewirkt. Das hatten wir ja schon mal, die Situation. Irgendwo sind hier noch ganz viele Käfer und Wüstensöhne über mir, glaube ich. Panzerschrecken mit der üblichen Beute. Oh, ganz viele arme Schweine. Noch ein Hebel. Aha. Ach, der fährt das wieder weg. Ja, schnarre mich an. Du, warte mal, so. Wenn ich den jetzt ranfahren lasse, kommt er dann so weit ran? Also mich totfahren kann er mich nicht, weil hier die Balken mich schützen. Macht er das? Oder fährt er weg? Nee, der kommt hierher. Aber sehr langsam. Kann ich da vorbei? Ah, vielleicht nicht. Ah, da bleibt er stehen. Okay, man kommt da nicht vorbei. Hm. Ich hätte den Wagen schon ganz gerne hier hinten in der Ecke stehen, aber nicht solange ich dahinter bin. Und jetzt muss ich mich neu buffen. Wenn es ein paar schwierigere Gegner sind. Lass mich raten, du schiebst den Wagen auch dahin, genau. Dann buff dich mal. Mir der was auf den auf die Axt. Hörst du auf, an mir zu lecken? Ja. Noch einer.
Mann. Noch einer? Nee. Aber der nächste ist der Verschiebebahnhof. Oh Mann. Ich habe durch mein Reinstürmen komplett die Übersicht verloren und ich habe eine Blutung. Stimmt, die Meuchlergeber, die bluten einen. Ja, lassen einen bluten. Das ist nicht so schön. Wo kam ich her? Hierher. Und da liegt der Rucksack. Käferchen. Her. Her. So. Leichnam eines Abenteurers. Ah, schöne Sachen. Der da schiebt den Wagen weg, nehme ich an. Wenn der Wagen da steht, kann ich hier die Rampe hochlaufen. Über den dann hier stehenden Wagen drüber und dann da drüben weitermachen. Da ist auch noch ein Hebel. Mhm. Da, wo der Wagen hinfahren würde, versperre ich mir da irgendwas. Nö. Na dann mach das mal. Was? Ach, da ist ja noch einer. Ach, der holt den anderen Wagen wieder. Nee, das will ich nicht. Oder ist es sinnvoll, den anderen Wagen zu holen? Nö, ist nicht sinnvoll. Ah, du setzt auch den Anstieg frei. Schau an. Noch einer? Irgendwo? Rucksack? Ich sehe nichts. Da ist noch jemand. Und ich brauche erstmal nochmal eine Bandage. Ich kämpfe ja sehr riskant. Das sieht mir gar nicht ähnlich eigentlich. Verbranntes Leben, verbrannte Ausdauer. So. Ist das der Eingang gewesen? Oh Mann! Irgendwo ist hier einer. Der ist hier oben bestimmt. Nee, warte mal. Ich gehe erstmal da unten weiter, wo ich mir den Weg freigespielt habe. Über das Dach von dem Waggon. Weil ich glaube, da hinten ist eine Sackgasse. Hier lang, genau. Sehr schön. Es ist eine große Sackgasse. Hier lagern sie die Schweinebacken. Und lagern ihren Schund. Darunter Fettfarn. Damit können sie nichts anfangen, weil sie der Alchemie nicht mächtig sind. Diese Stümper. Das ist auch nochmal. Ach, hier ist eine Schaufel, keine Schippe. Das ist keine Sackgasse, schade. Ich habe allmählich die Orientierung verloren. Hier kochen sie, hier liegt das Fleisch und setzt Patina an. Und ich brauche Buffs. Und zwar nochmal das zur besseren Heilung. Den, hallo, den. 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 Und einen Schluck Wasser. Und go. Oh mein Gott. Hallo, Wüstensoni. Oh. Scheiße. Hier war ich noch nie, oder? Ach Mensch, das habe ich mir hier völlig verfranst hier. Geh da rein. Eieiei! Ah, hier war ich schon mal. Hier ist der tote Panzerschrecken. Okay. Ja. Ach, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Die Mine ist schön. Sie ist noch ein bisschen groß. Ja.
Und weil sie so groß ist, ja, das ist jetzt ein bisschen chaotisch. Aber ich denke, ich mache hier mal lieber Schluss und weiter mit der Sandrosenminenerkundung. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.